Hallo ihr Lieben, wir sind immer noch bei Vechta Rocks und wir haben uns hier ein bisschen nach hinten verzogen, hinter das Zeughaus, ein wunderschönes Museum, und neben mir sitzen 3/5 von Revolverheld. Hallo Jungs. Guten Tag. Hallo. Seid ihr gut hier angekommen? Ja, doch, soweit alles gut. Also wir beide sind mit dem Nightliner angereist. Nils ist in der Früh mit seinem Privatauto hier angereist. Also wie war es bei dir, Nils? Wunderschön. Ich habe den Sonnenaufgang auf der Autobahn erleben dürfen. Ein Erlebnis, was jeder mal gehabt haben sollte. Romantisch. Super. Wo habt ihr die anderen beiden gelassen? Ja, die haben wir unterwegs verloren. Nee, die sind hoffentlich unterwegs und kommen rechtzeitig zum Auftritt. Aber wir gehen davon aus, dass es alles hinhaut. Ihr habt jetzt eine Festivalsaison gespielt. Die ist jetzt fast am Ende. Wie war es denn so bisher? Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten also zusammen wirklich eine tolle Zeit. Leider hat das Wetter oft nicht so ganz mitgespielt. Ja. Dieser Sommer ist ja jetzt nicht so dafür bekannt, dass er so wahnsinnig viel Sonne und Wärme uns beschert hat. Auch mit dem letzten Album, so, was wir da so an Resonanz bekommen haben, und das jetzt auf den Festival zu merken, so, dass die Leute da Spaß dran haben, das macht uns natürlich auch viel Spaß. Hattet ihr irgendwelche besonderen Vorkommnisse oder Begegnungen auf dieser Festivaltour jetzt? Es gab, glaube ich, diverse Probleme auf der Bühne, aber die hat man halt immer mal so. Aber ich kann mich jetzt auch nicht an irgendwelche besonderen groben Schnitzer oder Patzer irgendwie erinnern. Nö. Eigentlich lief es relativ rund, bis auf halt, dass es halt sehr, sehr viel geregnet hat. So. Das war das Einzige, was man vielleicht erwähnen könnte. Was ist bei Interviews so die Frage, die euch am meisten auf den Keks geht, jedes Mal, wenn ihr euch gestellt wird? Es gibt so ein paar Favorites, so, wobei man sagen muss, also eine Zeit lang hat oft genervt, dass man den Bandnamen erklären muss, weil wenn man das natürlich jedes Mal wieder macht, dann wird es schon so zur Routine. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt ja eigentlich keine blöden Fragen. So. Es gibt immer Leute, die natürlich die Band noch nicht kennen und die das interessant finden. Und insofern, finde ich, haben auch solche Fragen immer noch eine Berechtigung. Also wenn du wissen willst, wie wir auf den Namen gekommen sind, würden wir es dir jetzt auch gerne beantworten. Nein, ich nicht. Ja, es gibt natürlich, ich will es auch gar nicht wissen. Wisst ihr? Ich finde auch so private Fragen irgendwie manchmal ein bisschen unpassend. Also die berühmte "Habt ihr eine Freundin?"-Frage ist natürlich auch immer sehr beliebt irgendwie, und naja, aber... Wobei mittlerweile sind wir in die Jahre gekommen, da wird das nicht mehr so da oft gefragt. Nee, da hat man, glaube ich, nur noch Mitleid mit uns insofern. Ja. Wir wollen das kleine 13-jährige Mädchen nicht mehr wissen. Nee, das bestimmt nicht. Ihr habt ja auch mindestens genauso viele Konzerte gespielt, wie ihr Promo-Termine hattet. Und ihr spielt einige Songs wirklich seit von Anfang an. Gibt es da ein paar, die euch selber irgendwann schon mal auf den Keks gegangen sind? Also schon mal auf jeden Fall. Also es gibt immer mal Tage, wo man sich auf den einen oder anderen Song mehr freut als auf den anderen. Und ach, ich weiß es gar nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, das sind immer nur die alten. Also manchmal ist es auch wirklich lustig, dann, wenn man denkt, ja, was habe ich mit diesem Song alles schon erlebt oder was haben wir mit diesem Song alles schon erlebt. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, kategorisch, die alten sind scheiße und die neuen sind super. Also, ja, vor allen Dingen reagieren die Fans ja auch immer verschieden. Also das sind, wenn man dann denkt, so, oh, jetzt kommt der Song, habe ich jetzt gerade nicht so viel Bock drauf, aber dann ist die Resonanz vom Publikum halt so tierisch, dann denkt man auch so, oh, geil, super, ey, hat ja doch tierisch Spaß gemacht. So, insofern macht es immer sehr viel Spaß. Wir beide haben uns, glaube ich, letztes Wochenende im Nightliner mal wieder das erste Album angehört. Stimmt. Und es war wirklich witzig. Also, man hat sich so ein bisschen zurückerinnert, wie es damals war. Und wir haben hier in Vechta im Gulfhaus auch damals zum ersten Album gespielt. Und das ist wirklich sehr lange her mittlerweile. Vor allen Dingen ist da unser Catering. Der Catering-Raum ist halt der Raum, wo wir gespielt haben. Und das ist halt echt krass, so, weil da passen irgendwie vielleicht 150 Leute rein oder so. Man hat es ein bisschen anders in Erinnerung. Absolut, ey. Und das ist schon sehr, sehr interessant, irgendwie dann auch mal wieder hier zu sein. So. Man hört ja immer wieder von Bands, wenn die dann irgendwann in den Charts sind und berühmt sind, so, dass sie dann irgendwie total abheben. Wie schafft ihr das, dass sie auf dem Boden bleibt? Das ist relativ einfach. Wir lassen uns natürlich nur Gletscherwasser vom Nordpol liefern. Das hilft, dass man sich... Nein, Quatsch. Kaviar. Kaviar, genau. Und so. Also das Übliche halt. Nee, ich weiß nicht. Also wir haben einen tollen Freundeskreis, verstehen uns untereinander sehr gut und... immer wenn wir zu Hause sind, machen wir da viel zusammen, und ich weiß auch nicht, irgendwie hat sich das bei uns zumindest, wie wir das zumindest empfinden, nicht so entwickelt, dass wir uns nun alle wahnsinnig verändert hätten, sondern wir haben noch die gleichen Freunde, wir haben irgendwie so noch die gleichen Sachen, über die wir reden oder sonst was, also das ist eigentlich alles so geblieben, wie es war. Ja, ich glaube auch, wir sind einfach nicht mehr die Jüngsten, also wir wissen einfach, was wir da haben, und dass man da sehr, sehr dankbar für sein muss, dass man mit Musik seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und
ich glaube, mit der Einstellung kann eigentlich nicht so viel passieren. Also es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber ich glaube, wir sind da auch nicht die Typen für. Ihr habt euch euren Weg nach oben ziemlich hart erarbeitet, ziemlich hart erspielt und ihr sprecht euch immer sehr explizit gegen Castingshows aus, schon seit Jahren. Ihr habt jetzt aber diesen Sommer eine Tour für eine große Verbraucherkette gespielt und da war nun auch der nette Herr Lombardi dabei. Wie war das für euch, dann da mit dem mehr oder weniger die Bühne teilen zu müssen? Es ist schon ein bisschen skurril, muss man sagen, weil gerade so die Leute, die dann da hinkommen und sich dann den auch angucken, sind nun irgendwie völlig andere Leute, als man jetzt bei Rockfestivals oder so im Publikum stehen sieht. Aber also wir haben natürlich da früher auch sehr stark gegengeredet. Ich glaube, mittlerweile gibt es so lange schon Castingshows. Ich glaube, wer da mitmacht und auch wer das sieht, der weiß inzwischen, was einen da erwartet. Und ich glaube, so die meisten Leute gehen auch inzwischen damit so um, dass es eigentlich eher eine Entertainment-Show ist, als wirklich, dass da musikalische Talente entstehen oder entdeckt werden und dann wirklich eine langfristige Karriere vor sich haben. Insofern ist es ja auch okay, wenn die sich entscheiden, das zu machen. Warum nicht? Euch stehen so ein paar Veränderungen ins Haus. Euer lieber Sänger bringt ein Soloalbum raus. Was macht ihr jetzt? Die Band wird es weiterhin geben. Das ist so die Standardfrage. Ja, und was passiert mit der Band? Also keine Angst, wir werden auch weiterhin Musik zusammen machen. Und ich glaube, jeder wird einfach jetzt in der Zeit ein bisschen gucken, wie kann ich die Zeit sinnvoll nutzen. Weil es war wirklich jetzt gerade auch mit dem letzten Album sehr viel los. Und ich freue mich persönlich, ein bisschen Urlaub zu machen und werde bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise Musik machen. Aber konkrete Pläne gibt es da jetzt für mich noch nicht. Also. Ich sehe es genauso. Wir machen auch ich mache erstmal Urlaub und man kann sich auch mal entspannt zurücklehnen und hat nicht so einen Druck, sondern kann einfach mal das einfach mal so ein bisschen laufen lassen und gucken, was passiert. So. Und das genieße ich halt auch gerade ein bisschen so. Und insofern, bin auch sehr gespannt, was mit Johannes passiert. So. Ja, Johannes kann uns ja gerade im Moment nicht erzählen, was er mit seinem Album vorhat, aber wir haben letztens schon mal mit ihm telefoniert und das könnt ihr im Oktober bei uns im Community-Magazin lesen. Also seid gespannt. Für euch ist das heute hier, Fechter, der laut Homepage der vorletzte Gig zusammen. Was ist das für ein Gefühl? Ach, keine Ahnung. Also, so denke ich jetzt eigentlich nicht, dass ich denke, oh, jetzt ist alles vorbei. Also ich freue mich wirklich ein bisschen auf den Urlaub, muss ich sagen. Und die Jungs sind ja nicht aus der Welt. Wir werden uns immer sehen. Wir sind ja befreundet. Wir wohnen alle auf der gleichen Ecke. Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Aber ich habe Johannes noch versprochen, wer das mal sehen möchte, was er da solo macht, am 4.12. spielt er in Bremen. Zum Beispiel. Also vielleicht einfach johannesstrate.de mal checken. Da könnt ihr das dann auch nachlesen. Genau. Vielleicht gehen wir da ja auch hin, wer weiß. Mal sehen. Ihr unterstützt verschiedene soziale Projekte, zum Beispiel Viva Con Agua. Was bedeutet soziales Engagement für euch? Wie wichtig ist das euch? Auf jeden Fall wichtig. Das war uns immer schon wichtig. Aber es ist natürlich so, wenn man dann in so eine Position kommt, wo man zum Beispiel auch medial dann mal darauf angesprochen wird, hat man natürlich einen viel besseren Hebel, da was bewirken zu können. Insofern versuchen wir uns da bei einigen Projekten dann zu engagieren. Natürlich auch nicht zu viele so, damit das Ganze nicht den Fokus verliert. Aber es gibt da so ein paar Sachen, die wir immer gerne und wieder mit neuen Sachen unterstützen. Mal abgesehen so von euren eigenen Platten, hört ihr ja wahrscheinlich auch selber so ganz viel Musik. Was ist so im Moment die CD, das Album, die Band, die ihr jetzt unseren Zuschauern hier besonders ans Herz legen würdet? Das ist immer schwierig. Die Frage, ich kann die, also ja, ich kann auch ich lerne da auch nicht draus, ne? Weil jedes Mal, wenn man das gefragt wird, ich finde das neue Foo Fighters Album einfach unglaublich. Wasting Light ist natürlich... Kenne ich nicht. Ist das eine neue Band? Der hat früher mal bei Nirvana gespielt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Du bist noch zu jung. Nein. Also ich finde gerade, also die Platte ist halt tierisch, weil ich habe mir die auf dem Hurricane angeguckt und das war wirklich, wirklich eine fette, geile Rockshow. Und da sieht man echt so, das, was aus Amerika kommt, ist dann doch nochmal ein bisschen dicker und ein bisschen geiler, muss man sagen. Aber es war wirklich, also man kann sich bei denen immer noch ein bisschen was abgucken und es macht sehr viel Spaß, denen zuzugucken, weil die halt auch sehr viel Spaß haben irgendwie an der Sache. So. Und wirklich, ein tolles Album. Wirklich, kann ich... Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas Tolles? Vielleicht noch irgendwas von hier, oder? Mir fällt nichts ein. Hast du vielleicht noch einen schönen Tipp? Ich finde Boy ganz toll. Ach ja. Siehst du zum Beispiel? Siehst du, sehr schön. Hervorragend, ja. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Wir waren gerade zu teilen zumindest auf der Release-Party und zwei total super Mädchen, die tierische Musik machen. Und wir drücken die Daumen, dass das was wird. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Jetzt dürft ihr euch noch einmal kurz vorstellen, wenn das hier euer letztes Interview wäre, was ihr überhaupt geben müsstet, was würdet ihr unbedingt noch mal loswerden wollen? Sag mal, weißt du was wir nicht wissen?
Ja. Ja, schön war's. Tschüss. Das lassen wir mal so stehen. Alles klar, dann danke ich euch ganz herzlich für die Zeit, ja, und wünsche euch einen super Gig gleich. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir sehen uns im Winter in den Club, bei den Clubkonzerten wieder. Tschüss. Ciao.